Das heißt, jetzt in die Slums unser Elysium abholen. Dann ins Regierungsviertel, dort das Elysium abgeben. Und dann natürlich in den Tempelbezirk zurück. Ich werde mich wirklich jetzt als nächstes mal um die bewachte Anlage kümmern. Und danach gehen wir nach Handelstreff. Von da aus in die Windspeerhügel und töten endlich mal... Vierkark. Slums. Was möchtet ihr? Wenn wir das alles geschafft haben, dann werde ich vielleicht entweder den Gedankenschinder-Dungeon machen. Und dann haben wir ja nur noch die Sphäre von Valiga Kotala und die Ebene, das Ebenenproblem mit dem Cambion. Ach ja, und Friedhof. Ah ja, auf dem Friedhof sollte ich... Nach Handelstreff und nach Vierkack werde ich erstmal auf den Friedhof gehen. Da ist Nalia jetzt. So. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Sprich mit mir, du Idiot von einem Bruder. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Aha. Ich brauche ein schluckstarkes Zwergenbier. Ah, mein guter, netter, vertrottelter Bruder ist zurückgekehrt. Ei, und das Ganze ohne deine Hilfe, du feiger Sack voll Dwaumist. Du hast diese verfluchte Oberweltler-Abenteurer angeheuert, um mich herauszuhauen, während du hier rumsitzt und dein Bier trinkst. Und wie ein altes Weib jammerst. Du undankbarer Bastard, ich hätte ihnen nicht erzählen sollen, wo du steckst. Hätte ich dich in diesem fortverlassenen Loch verrecken lassen sollen? Nun, wo ist das Silizium? Das Silizium? Ei, das Silizium, du kieselhirniger Kobold. Das Silizium, du weißt, die letzte Lieferung, die du versprochen hast, zu liefern. Nur, dass wir ein bisschen Geld machen und die Bestechungsgelder zurückzahlen können. Das Silizium. Oh, Silizium. Ja, nun, Bruder, es war so, da war kein Silizium mehr. Ich durchsuchte die ganze Mine, aber ich habe nicht eine einzige Unze gefunden. Irgendjemand hat unsere Mine geplündert. Wenigstens hast du die letzte Lieferung. Ich möchte eure Familienangelegenheiten ungern stören, aber was ist nun mit dem Elysium? Also ihr habt es nicht und ihr auch nicht. Wo kriege ich nun mein Elysium hier? Also habe ich alles das gemacht? Habe meinen Hals riskiert. Zwei Dürger habt nicht das Elysium, das ich brauche. Ja, was ist mit dem Elysium? Niemand hat dich darum gebeten. Nun halt deine Klappe. Kein Elysium? Nichts übrig? Ich habe ein Geschäft zu führen und du kommst hier ohne Elysium an. Du Haufen Trollmist, du ruinierst mich noch. Ich brauche diese Lieferung und du hast nichts Besseres zu tun, als dich gefangen nehmen zu lassen. Bringst mich dazu, diese Oberwelt anzuheuern, um dich zu befreien. Und du hast noch nicht mal den Anstand, lieber zu sterben, als ohne ein bisschen Elysium zurückzukehren. Verdammter Mist, da war nichts mehr. Was hätte ich dir mitbringen können? Aber du hast ja immer noch die letzte Lieferung, oder? Die ich dir vor ein paar Wochen geschickt habe. So, ihr habt noch etwas Silizium, aber ihr sagtet, ihr hättet nichts mehr. Und wo ist das Silizium? Ich habe euch über die Dringlichkeit aufgeklärt. Wie ich sagte, Oberwälder, ich habe im Moment kein Silizium. Seine Lieferung hatte bestimmt mein Lager aufzufüllen. So, du hast es geschafft, deine ganzen Bestände zu verkaufen. Nicht ganz. Die Sendung ging wieder verloren. Gestohlen sozusagen. Gestohlen? Und du schreist mich an, weil ich dir nichts gefunden habe, obwohl da nichts mehr war? Du buckliger Drecksau? Du Haufen Succubus-Sammer? Du hast hier 200 Pfund Elysium stehen lassen? Gestohlen? Du hast mir nicht erzählt, was mit der Lieferung passiert ist. Also, der eine Bruder findet nichts und der andere hat den Rest verloren. Nun, was soll ich tun? Gebt mir nicht die Schuld dafür. Ich habe euch erzählt, dass es da nichts mehr zu holen gibt. Mein Mangel an Elysium ist die Schuld meines schweineköpfigen Bruders. Wie wurde es geschohlen? Hast du vergessen, die Schattenliebe zu bezahlen? Oder hast du es einfach draußen auf der Ebene liegen lassen? Wie einen Haufen Goblinrotz, der du bist. Nee, es war eine interne Angelegenheit. Der Zwerg, den ich angeheuert habe, mir beim Transport zu helfen, hat die ganze Ladung mitgenommen. Dieser verdammte Bastard. Er? Ich hätte dir gleich sagen können, dass er so etwas in der Richtung versucht hätte. Warte, scheint, als hätte ich eine Offenbarung, göttliche Erinnerung sozusagen. Ich habe dir erzählt, er wäre in Schwierigkeiten zu verschlagen auf der Flucht. Aber du hast gesagt, dass er zu günstig sei, um sich das entgehen zu lassen. Hat sich wirklich gelohnt, hä? Ein verfluchter Feigling hat sich mit all unserem Wahn davon gemacht.
Ich kann es nicht glauben, deine Inkompetenz ist unglaublich. Ich würde lieber Steine in Erdkolosshöhen auspuddeln, als mich noch länger mit dieser Sache zu befassen. Der ganze Profit weg. Halt deine verfluchte Klappe. Wenn du eine bessere Quelle gefunden hättest, zum Teufel damit, macht ja jetzt auch nichts mehr. Wir müssen jetzt erstmal eine neue Quelle und einen neuen Transportweg finden, um zu eurem Initium zurückzukehren, Oberwälder. Ich glaube, ich kann euch immer noch helfen. Und diesen Bastard zurückholen, wenn ihr noch interessiert seid. Nach all dem, ja. Wenn ihr ihm hinterherjagen wollt, bitteschön. Für mich ist das Zeug eh verloren. Wenn ich mein Gesicht zeige, hetzt er mir für die bloße Tatsache, dass ich ein Dürger bin, schon die Wachen auf den Hals. Typisch für diese Stadt. Ich bin nur ein armer Geschäftsmann, aber ich werde schon für ein beschattetes Gesicht eingesperrt. Dieser Bastard, der mich ausgeraubt hat, sieht wie ein Bergzwerg aus und schon wird er mit offenen Armen empfangen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Teufel ist. Nachdem ich ihn eingestellt hatte, habe ich rausgefunden, was er gemacht hat. Das ist wohl auch der Grund, warum er mich reingelegt hat und abgehauen ist. Dieser Bastard. Macht euch mal keine Sorgen, zeigt mir nur mal die richtige Richtung. Ja, er ist bestimmt ganz fürchterlich. Also wo ist er denn nun? Ja, das Leben ist ungerecht. Ich werde mich um ihn kümmern. Ich urteile nach Taten. Ihr scheint mir wirklich harmlos genug. Tja, nun, ihr könnt ihm nachjagen. Nach dem letzten, was ich gehört habe, hat er sich im Brückenviertel verknochen. Eine vernachlässigte Hütte gekauft von meinem Gold. Hier, ich werde euch sogar auf eurer Karte markieren. Er wird sich nicht viel bewegen. Als ich ihn getroffen habe, war er auf der Flucht aus Baldur's Tor. Oh, ihr werdet auch seinen Namen wollen. Der Name ist Nepp. Er hat wohl einige Familien Weinen zurückgelassen, was man so hört. Erzählt seinem Leichnam, dass Unger Dunkelhügel euch geschickt hat. Ja, gut. Das heißt Zwischenstopp im Brückenviertel. Unger Dunkelhügel hat mir mitgeteilt, dass meine letzte Lieferung Gilithium von einem Zwerg namens Snap gestohlen wurde. Unger ist es unmöglich, sich sein Lithium wieder zu beschaffen, da in Alcatla wohl keiner dem Worte des Dürgers Trauen schenken würde. Falls ich an echtes Lithium herankommen will, muss ich diesen Gauner wohl persönlich zur Strecke bringen. Unger hat mir gesagt, dass sich Nepp ein Haus im Brückenviertel gekauft hat, dass das feines Haus auf der Karte markiert ist. Der Name dieses Gaunes kommt mir seltsam vertraut vor. Ich warte. Ja, soweit ich weiß, hat uns Nepp schon mal im ersten Teil ausgenommen. Was immer ihr wünscht. Also zur Brücke, da müssen wir eh entlang. Wenn ihr es wollt. Zu den fünf Krügen, Anwesen, Platz der Händler, Anwesen, Geschäft, Schenke, verfallenes Haus. Ja, da waren wir doch schon mal drin. Dumm-diddle-dumm-diddle-dai. Ja, und dann hoffe ich mal, wenn wir dann mit dem Rest fertig sind, dass wir dann irgendwann mal uns aufmachen können in den dritten Akt. Wir sind nämlich jetzt schon eigentlich viel zu lange im zweiten Akt unterwegs. Man merkt, wie riesig Baldur's Gate ist. Und wir sind da immer noch gerade bei den Shadows of Am. Wir haben es noch nicht mal in Throne of Baal geschafft. Wir sind allesamt Helden. Ihr, wo ich mich zugegebenerweise überhaupt nicht auskenne, muss ich sagen. Würde doch keinem Gnom was tun, oder? Habt ihr einen Grund hier zu sein? Ich kann mich nicht daran erinnern, euch gerufen zu haben. Kenne ich euch? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Dann werde ich gehen. Entschuldigt die Störung. Ist euer Name Nepp? Ich bin hier, um das zu tun, was ihr von Unger Dunkelhügel gestohlen habt. Ist euer Name Nepp? Warum, mein Freund? Wer hat euch meinen Namen gesagt? Wer hat euch hergeschickt? Ich habe gehört, dass ihr aus Baldur's Tor geflohen seid. Also holt mich mein früheres Leben ein. So sei es, obwohl ich die Kinder sehr vermissen werde. Oh ja, die Kinder. Ja, Nepp, das war der Typ, der uns aus dem Knast geholfen hat, nachdem wir wegen falschen Mordes bezichtigt wurden. Und er ist ein Kindermörder gewesen. Dann kommt und greift an und euer Tor wird ein Rätsel sein, das andere nahen zu lösen haben. Wo erinnert sich Baldur's Tor? Nepp, der Kindermörder. Stirb Zwerg, rag. Braucht ihr etwas?
bei Torvald. Ich habe geträumt. Wurde aber, wenn es von Nutzen ist. Ich habe geträumt. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich warte. So, Keldon, hilft hier dein wahrer Blick? Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. So. Der versteckt sich hinterm Tresen. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Du hast Lebenskraftentzug. Ah, das ist blöd. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Komm, ruft euch zu sich. Natürlich. So. Geringe Genesung auf ihn. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten und mein Geschick vorführen? Denn du hast mindestens 2 Stufen verloren oder eine. Jo, 2. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, jedes Kind hatte eine Perle dabei. Und du hast hoffentlich unser Lithium. Nebs Kopf. Ah. Ilithium. Es sind 235 Ilithium-Erz. Ilithium ist durch 2 herausragende Eigenschaften bekannt. Einerseits glänzt es sehr stark und andererseits wird es niemals verunreinigt. Das ist der Kopf von Neb dem Zwerg. Er war wohl einer der widerwärtigsten Kerle, die ich in den Reichen herumgetrieben hat. Was kann ich nochmal mit seinem Kopf anfangen? Nebs widerwärtiger Schnitter. Kann nicht verwendet werden von Klerikern, Charakteren, die keine böse Gesinnung haben. Oh, den Brief des Gerbers, den wollte ich ja auch noch loswerden. Ja, das wiegt wirklich 200 Pfund. Wie schleppt man das normalerweise mit sich rum? Euer Wunsch ist mein Begehr. Fragt nur. Keine große. So, dann ins Regierungsviertel, das Zeug abgeben. Was möchtet ihr? Das Anwesen war es. Dum-di-dum-di-dum. Und ich glaube, danach können wir gleich ein Safe machen. Und machen da den Tempelbezirk komplett in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin kann ich nämlich auch nochmal nachgucken, was man mit Nebs Kopf anstellen muss. Erzählt mir mehr davon. Ich glaube nämlich nicht, dass er Nebs Kopf will. Verschwindet, Bürger. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Ja. Keine große Herausforderung. Gut, Künstlerle. Oh, so geht doch. Also, ich hatte nicht erwartet, euch so schnell wiederzusehen. Vielleicht soll ich das nächste Mal darauf bestehen, nur mit blutgeschmiedetem Meteoriten-Adamantit zu arbeiten. Ah, Ilithium-Erz in seiner ursprünglichsten Form. Könnt ihr die Primärenergie spüren, die davon ausgeht? Es schreit geradezu nach einer festen Hand, die es formt, gießt, liebkost. Ja, nun, ihr habt euch an meine Forderung gehalten. Ich werde für euer Herrn arbeiten und eine passende Huldigung seines Ruhmes komponieren. Oder sowas ähnliches. Meine Muse wird entscheiden. Ich danke euch im Namen der Anhänger des Morgenfürsten. Das Geschäft ist abgeschlossen. Das Stück wird geliefert, sobald es fertig ist. Ich werde einen Kurier schicken, der mein Honorar abholt und eurer Kirche von meiner Entscheidung berichtet. Ja, jetzt bin ich wenigstens das Ilithium los. Ich war nun gut.
Ich hätte auch den anderen Ausgang nehmen können. Wo auch immer mehr mich der hinführt. Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn ihr es wollt, wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich. Der Alkoven ist leer und führt nirgendwo hin. Okay. Gut, das heißt. Natürlich. Wir machen hier jetzt ein Save. Spiel speichern. Das ist jetzt LP 026. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.